So. Boom. Boom, Schakalaka, boom, Schakalaka. Scheint niemand mehr. Noch zwei. Oh, nicht Seitentrang, bitte nicht. Hopp. Noch einen. Oh. Wenn ich noch einen brauche, dann hat es keine Gegner. Ist doch immer so. Ja, gehen wir mal hier unten schauen. Weil hier wahrscheinlich auch die Strandspinnen irgendwo sind. Ah, hier ist ein Knecht. Super. Super dubi. Dubi dubi dubi. Greif an, mein starker Dämon. Stirb endlich. Du bist eine Schrecklichkeit in Gestalt eines Orks. Weg mit dir, Scheusal. So, jetzt müssen wir noch gigantische Strandspinnen töten. Hey, wir haben so gut jetzt. Töte dieses grässliche Spinnenvieh. Prima. Jetzt könnten wir mal ein bisschen Mana regen und warten. Müssen wir wahrscheinlich hier ein bisschen weiter nach Süden. Okay, ich bin ein Banshee. Ich mache immer Gegenantworten. Finde ich jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen sozialer. So, hier unten sind auch noch ein paar. Wir müssen 12 besiegen. Also 12 Spinnen werden wir bekommen. Das wird eine Art Tortur. Nein, geh nicht weg. Helft uns. So. Jetzt können wir wieder anfangen. Schön gemütlich hier. Ah, da fällt mir ein, ich muss hier noch ein paar Drago testet Videos machen. Und ich mache jetzt einfach mal ein allgemeines Video. Ja, es ist besser später dann mehr erzählen über ein Let's Play. So. Wieder. Also da wir auch sehr viel aushalten, könnten wir auch die Dämonen dann im Kampf einfach wieder beschwören. Wir brauchen jetzt einfach eine weitere Entwicklung, damit wir abwechselnd Dämonen beschwören können und was sind das Zombies. Also, ja, für den Anfang. Ich hoffe, wir haben dann relativ gut, bis wir dann viel Mana haben. Damit wir dann Dauer beschwören können. Und die Cooldown, also Cooldown, auch ein bisschen runter geht. Ich weiß jetzt nicht, ob es Seiten gibt mit Cooldown reduziert. Hm.
Weiter. Dort ist ein Piratenschiff oder so. Ah, das ist diese Insel, wo man nicht drauf kann. Nur zu Events oder so. Keine Ahnung, was das war. Ich glaube, da war mal ein Drache drauf. Ich weiß es nicht. Gut, dass du gerade gekommen bist, damit ich sofort wieder töten kann. Ach komm. Das ist gut, dass die noch ein bisschen draufkloppen, obwohl der Dämon schon weg ist. Was, ich hasse den IR umwerfen, lol. Gleich wieder da. Ignoriere die Bogies. mein Hausarzt hat mich gewarnt, ich soll nicht so viel trainieren. Habe ich gesagt, ich muss so viel trainieren, um Erfolg zu haben. Der Körper kann später mal aus sich ausruhen. So. Ich bekomme wahrscheinlich aber, ja, es ist halt erhöhtes Herzrisiko und solche Sachen. Aber dadurch wird das Herz auch widerstandsfähiger und so. Man muss, oder wenn man die ersten Schmerzen hat oder so, halt zur Abklärung ins Krankenhaus gehen oder so. Also, solange euch nichts weh macht, kann auch nicht viel passieren. Und ja. Außer ihr merkt gar nichts, weil gar keine Nerven dort sind oder so. Aber wenn zum Beispiel ein Tumor da ist, da hat man auch irgendwie Schmerzen. So ein Drucken oder so. Ich weiß jetzt nicht, ich habe noch nie einen Tumor gehabt, aber ich habe schon Pickel gehabt und das nervt ja dort auch. Ja, also ich, mein Körper haltet so etwas gut aus. Ich bin nicht sehr gewöhnt, ich war ja früher recht bullig. Und jetzt werde ich hoffentlich auch bald wieder bullig. Ich bin überrascht, dass ich noch so viel Fußball spielen kann. Irgendwie Fußball kann man irgendwie gar nicht so verlernen. Man hat immer noch irgendwie das Talent, nach 5 Jahren nichts mehr machen. 6 Jahren sogar. Ja, 5,5 Jahren habe ich jetzt kein Fußball mehr gespielt. Nicht mehr viel Sport gemacht und so. Also eben, es ist recht, recht gut. Was so von Sachen noch übrig bleiben, also vor allem Talente, was man eigentlich sonst mit einem Wort oder so einfach vergessen hätte. Man ist dann überrascht. Und ja, ein Körper oder das Gehirn kann sehr schnell viel lernen. Viele neue Bewegungen im Fußball, neue Dribblings, Künste, irgendwie Jonglieren oder solche Sachen. Also man denke, ein PC wäre dann schon längst überfordert und würde abstürzen oder so. Also man ist wirklich noch super, denke, dass wir ein Mensch sind und kein Computer. Weil Computer haben es schwer. Die haben noch keine Seele, noch keine Gedanken, noch kein Sinn. Also nicht der Sinn, aber der Sinn. Also eben. Ja, wie soll ich sagen? Dass sie merken oder dass sie hören oder riechen. Automatisch und ohne Programme. Aber der Fortschritt ist schon geil, was so passiert ist in den letzten 20 Jahren. Ich bin ja aufgewacht mit dem Nintendo Entertainment System. Wir hatten hier in der Schweiz eigentlich gar nie Atari oder so. Wir haben einfach mal von einer Konsole gehört und haben dann gezockt dort.
Und dann kam der Super Nintendo raus und dann kam die Nintendo 64 raus von PlayStation und Dreamcast und irgendwelche solche Sachen habe ich nie was gehört. Und ich habe sehr, sehr viele Zeitschriften gelesen von Deutschland. Also, ich bin aufgewachsen mit Nintendo und sonst nichts. Ich habe dann erst 1999 ein PC bekommen und 2001 die PlayStation 1. Also, erst dann habe ich andere Firmen und so Systeme ausprobiert. Und ich war relativ ein großer Mario-Fan und Zelda-Fan. Hab andere Spiele jetzt nicht so gemocht. Und bin dann eigentlich über Zelda eigentlich zum Rollenspiel-Genre gekommen. Ich wollte dann einfach ein bisschen mehr Action. Dann bin ich zu den Action-Rollenspielen gekommen. Und dadurch dann auch zu den Open-World-Rollenspielen. Wie Gothic. Oder dann Morrowind. Das habe ich dann dazu mal noch auf Englisch gekauft, als es noch nicht auf Deutsch war. Und habe dazu mal noch kein Englisch gekonnt. Also ich habe wirklich kein Wort verstanden. Und jetzt fühlt man sich so, als würde man Morrowind zwar kennen, aber nicht so viel mitbekommen hat, oder also haben, weil Morrowind sehr textbasierend war und ja, darum schaue ich liebend gerne Let's Plays von Morrowind. Ich habe jetzt sicher das fünfte Let's Play durchgeschaut und mir ist es immer noch nicht langweilig, weil er hat auch sehr viel Mögliches in Morrowind. Das ist bei Skyrim nicht mehr der Fall gewesen, also vor allem die Quests, die waren noch so richtig spannend, also so richtig, man musste mit den Leuten quasseln, bis sie endlich mal Informationen rausgelockt haben und man musste die, die Leute zuerst ein bisschen motivieren, also ein bisschen sich anfreunden, bevor sie Informationen entlockten. Das war richtig spannend. Und die Quests waren noch eine Herausforderung, weil man nicht wusste, wo die Quests waren. Und wo, also, man hat keinen Quest gesehen, der ja mit ein paar Texteinblendungen gleich die Quests rausgehauen hat. Also, man musste sich durchklicken und über die neuesten Ereignisse informieren. Und dann hat man die Quests bekommen und hat nicht gezeigt, wo die Quest dann hinführte, oder? Man hat